Mein Name ist Frank und das ist mein 1990er 3er BMW Cabrio. Ja, alles hat immer da angefangen, dass ich mal 2006 sollte mein erstes Auto kaufen. Dann habe ich mich ein bisschen so rundherum informiert. Und wie das BMW schon in der Familie ein bisschen so typisch war, sind ich natürlich nicht lange stehen gekommen. Damals war den E30, wie der an heute sieht, war damals ein gängiges Auto aus der Jugend. Also es sind ziemlich viele Kollegen, die noch gefahren. Wie gesagt, ich war dann in Kuh gegangen. An Deutschland und ich habe mich direkt daran verliebt, zumal es weil durch ein Cabrio war, weil ich am Fongolesin den gern die sonnige Seite vom Leben genießt. Hörte in dem meisten Sinn, so hat das Ganze am Fongolesin angefangen. Ja, wie ich Auto natürlich zu gucken war, war natürlich nicht an dem Zustand wie in LO 4.5, aber war an einem relativ schlechten Zustand, das ich finde so ganz schlecht. Das hat mich aber nicht davon aufgeschreckt, für ihn dann trotzdem zu kaufen. Also hat die ganze Geschichte am Anfang angefangen. Den ersten Besuch zu Sandweiler war leider eine Katastrophe. Ich meine, ich konnte den Zettel so lesen wie ein Buch. Du warst schnell gewusst, dass das Ganze am Anfang so keinen Wert hat. Dann habe ich angefangen, zusammen mit Kollegen und mit der Familie haben wir den Auto dann ganz auseinandergeholt als ein Einzeldealer und sozusagen komplett neu aufgebaut. Ganz am Anfang war der E30 ein Original in 320i. Das ist eine Reihe 6 Zylinder mit 129 PS. Das war auch für den Anfang nicht schlecht. Aber ich wusste von Anfang an, dass es immer ein bisschen mehr sein weil das die Zeit aber trotzdem schon wie soll ich so ein bisschen mehr gemütlich Motto waren. Und hat am Anfang so mit Rang mit Motorsport noch gar nichts zu dienen. Angefangen hatte man mit der Karosserie. Die war nämlich am Anfang nicht so schlecht. Es hat sich das Ende, dass er da noch Lachmisten zugemacht ging, zugeschwäst ging. Wie das bis gemacht war, dann haben wir angefangen, den ganzen Innenboden vom Auto aufzumachen. Weil so wie das Auto nämlich Lodo steht, so gesagt auch den Innenboden aus vom Auto. Das heißt, das war also schon richtig viel Arbeit. Hat ungefähr eine ganze Wand da gedauert. Wie wir immer da fertig waren, guf das Auto dann die erste Kehr mal auf der Straße getestet. Und hat dann auch die erste Kehr mal Sandweiler richtig bestanden. Es war dann also sehr gewusst, dass das mit dem originalen Motto, den drauf war, nicht so den Hit war. So kam ich dann auf die Idee, für am Motorsportbereich von BMW den S50B32 Motor sichern zu gehen. Verschiedene von euch kennen den wahrscheinlich aus dem E36 M3, nämlich den 3,2 Liter Motor mit Basis 321 PS. Das hört sich aber mehr einfach unheuer wie dann praktischen zu realisieren war. Wir müssen nun ganz viele Sachen denken. Für die Projekte überhaupt können auszufeiern, müssen wir mit Leuten in Verbindung setzen am Ausland, weil die 10 von denen Motto und da ganz groß ist. Also kommen tun, dass mich mein Reis bis auf Bayern gefeuert hat, für an Zusammenarbeit mit einem Kollegen den Motto dann hier anzubauen. Verschiedene Probleme, die dabei sind bei dem Umbau, als zum Beispiel die ganze Elektronik muss angepasst gehen, sonst paar Detailer, Wegversperre rausprogrammieren. Mein hat unter anderem Frau Max noch rausprogrammiert. Gut. So haben wir uns nur noch drüber getauscht, für das das Ganze mal so laufen. Wie der Motto, du bist gelaufen, war es aber noch nicht gedauert, weil in einem Auto mehr wie der Doppelt und Leistung will abpflanzen, muss natürlich auch an Sicherheit denken. Aber zu den Bremsen vom Auto, das sind sozusagen Bremsen, die sich für den Auto extra angepasst gehen. Das heißt, die habe ich extra machen gelöst. Zudeln habe ich als von einem Spenderauto geholt vom BMW 540i, dem am VR. Die Scheiben sind vom TTS, von dem allen TTS wohl verstanden. Aber die Bremsen fühlen sich optimal, obwohl es vergleichbar mit dem originalen E36 M3.
Fuhrwerk, das kommt aus dem Haus H&R. Das ist speziell ungefährdet für den Auto. Das heißt, schon hin müssen Tonne vom Gewicht vom Motto. Also sie haben hier auf ihrem Weg das Fuhrwerk extra ungefährdet und extra aufgestimmt, dass das sozusagen auch an dem ganzen Package harmoniert mit den Nähen. Und das Auto fährt sich auch mit dem Fuhrwerk optimal. Er ruft bei Vitesse getestet von über 200 km/h auf deutschen Autobahnen natürlich. Und da leitet das Auto quasi noch immer vibriert auf der Straße. Optische vom Auto, neben der Lackierung, guft ein Auto ein bisschen mehr abgewehrt, indem es von der Zeit kompletten M-Technik E-Kit verbaut wird. Was an sich schon bei den E30-Modellen, die noch mit Chrom waren, ziemlich selten ist. Hier ist es aber noch ein Krack mehr selten, weil es sich hierbei um den Cabrio handelt. Und Experten wissen, do, dass die Seitenschwellen ziemlich viel Geld kosten. Da sind ich richtig stolz, dass ich dir danach ergattern konnte. Aber zum Motto selber, wie das Projekt Motto bis aufgeschlossen ist, kommen noch ein paar technische Änderungen drin, wie zum Beispiel Carbon-Airbox. Der letzte Schliff wird neuerdings die Auspuffwandler rausgemacht, die auch in Deutschland bei einer Firma extra angefertigt gehen. Das ist ein spezieller Krümmer. Und dann haben wir einen Edelstuhl von 4 bis hinten über den 200 Zellen gehabt, bis hinten hin zu einem speziellen Auspuff-Endtippel, der für den heutigen Auto extra angefertigt ging. Ein E30 hält sich vom Innenhalt hier nach an Grenzen, wenn er den Originalen ist. Das Ganze ist überschaubar, das Auto ist super freundlich, wir können darin zu arbeiten. Aber mittlerweile geht es immer mehr schwer, für danach selber zu fahren. Als Fahranfänger gebe ich den Auto nicht mehr unbedingt empfehlen. Das wäre vielleicht für 10 Jahre noch gut mehr. Mittlerweile sind die Ersatzteile ein bisschen mit teuer gehen. Es gibt keine Hilfe drin. Das Auto ist hinten getrieben und so ist es schon ein bisschen schwierig. Die Schwachstelle von einem E30 sind ganz klar Drahtlief, ganz gut gucken. Du hast nämlich immer das Problem, der Kanal, wo das Wasser so laufläuft, den hast meistens verstopft nicht so viele Jahre. Also du sammelst die ganze Bulli drunter an und die sind meistens bei allen Modellen rotzfaul, wenn ihr den noch findet. Genauso wie hinten an der Mall. Ganz oft ist das Problem, dass die Dichtungen von den Luten um den sind. Da läuft das Wasser ran und das ganze Wasser sammelt sich links und rechts an den Mulden, die hinten an der Mall dran sind. Und die sorgen natürlich auch dafür, dass ganz viel Feuchtigkeit dann da ist. Und das gibt auch alle Löcher. Ich habe mich ganz klar für den E30 dezidiert, weil BMW damals mit dem Motorsport an dem Bereich richtig durchgestartet hat. Aber bei mir könnte dann eben dabei, dass BMW am Anfang auch damals den ersten, die erste Reihe rausgebracht hat, war der offizielle Cabrio war. Wie dass ich so Cabrio-Fanatisch bin, komme ich einfach da nicht erlernt. Es sind am Anfang super zufrieden mit dem Auto, zumal so wie er ist, also so wie er damals war. Für den Anfang war er doch schon ein absolut super Auto. Ich bin super gerne mit dem gefahren. Natürlich ist es noch mehr etwas Spezielles. Auf dem heutigen Weg will ich natürlich schon noch eine Gelegenheit ergreifen, für wirklich all den Leuten Merci zu sagen, die mir bis jetzt geholfen haben, um dem Auto zu schaffen. Es sind ganz, ganz viele Stunden drauf gegangen, für das ein Haut so hoch steht. Und dafür noch ein dicke Merci an euch. Schön für ihn, den sich auch angesprochen fühlt, die wissen. Und ich kann nicht sonst sagen, ich gehe den Auto nie mehr hier. Das ist einfach ein Teil von mir.